Guck mal, was der Onkel für einen langen Winzer hat. Ja. Mann mit Pferdeschwanz. Ich meinte die Frisur, ne? Könnte auch einfach werden. Warum? Die Antwort steht hier drauf. Wenn ist weg. Richtig. Wenn muss aus. Hier steht Real Madrid drauf. Jetzt kann ich da ein anderes haben. Ja, da bin ich dann ja nicht mal hier hoch. Ja, der Matthias, der dreht sich jetzt gleich schon mal ein bisschen hier rum. Der muss jetzt mal gucken, was mir mit dem Eimer ist. Darüber haben wir auch gerade eben philosophiert. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Ne? Also mit dem Rücken zur Kamera, du machst das aber jetzt erstmal. Ja. Wahnsinn, ne? Unglaublicher Luxus. Ein bisschen aufgestockt hier. Keine Rückkopplung. So, der Herr an der Technik sagt uns, ob wir startklar sind. Das sieht sehr, sehr gut aus. Erstmal einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo. Ja. So. Ich hab noch gar nicht erzählt, worum es hier geht. Aber schön, dass ihr hier seid. Nämlich zum allerersten FC-Stammtisch im Jahr 2022. Wir sind froh, dass wir heute hier sein durften. Wer sind wir? Das ist unter anderem der Konrad Meurer und ich als Pascalis Lüders hier. Zu den Gästen komme ich gleich. Und ich möchte mich mal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken an das Team ganz am Anfang hier vom Brauhaus Stüsser. Die haben jetzt hier in den letzten Tagen mit uns auch gewütet, gemacht, getan, Testlauf. Wir haben hier aufgebaut, wie ihr seht, und wollten das auch mal ein bisschen anders machen optisch. Wir hatten so weit geplant, dass wir noch pandemisch irgendwie noch Probleme haben. Das scheint wohl nicht mehr so der Fall zu sein. Wir sehen uns alle in die Gesichter. Ich finde das sensationell. Ich habe gerade eben die ganzen Begrüßungen gesehen. Einige haben sich über 2 Jahre nicht mehr gesehen, das muss man so sagen, leider. Aber was für ein toller Anlass, heute hier zu sein beim FC-Stammtisch. Und ein ganz, 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 ganz großer und herzlicher Gruß geht an unseren Freund Ralf Friedrichs. Danke, Ralf. Er hat uns hier wirklich ganz, ganz großartig hier vorbereitet und hat uns gefragt, letztes Jahr, macht ihr's? Und wir haben erstmal gesagt, wir überlegen uns, wie wir es machen, aber wir machen es auf jeden Fall, weil wir es erhaltenswert finden, gerade als Forum von Fans für Fans. Und wir sind ganz, ganz stolz und ganz froh, dass ihr, das ist heute, glaube ich, die 201. Folge FC Stammtisch Talk, aber unsere allererste Folge, ich bin froh, auch im Namen von Konrad, dass ihr alle hier seid. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr hier seid. Dankeschön. Ja. Ich bin nicht ganz alleine, denn wenn ich hier jetzt alleine stehen würde und Monolog führen würde, wäre das irgendwann mal langweilig. Natürlich könnte ich die ganze Zeit sagen, wie großartig unser erster FC Köln am Wochenende Fußball gespielt hat. Ne? Wolfgang ist so gewesen. Ne? Singen könnte ich jetzt auch, aber lassen wir jetzt lieber. Ne? So viel hat der Sponsor dann doch nicht rausgerückt. Zu meiner linken Seite. Ganz tolle Freunde. Wir kennen sie durch viele Veranstaltungen vom Wilden Süden. Da haben wir uns kennengelernt. In Heilbronn. Nicht in Köln, sondern in Heilbronn. Thomas Lamberts und Michael Wurzer. Also wer die beiden nicht kennt, weiß ich nicht. Zwei Kölsch! Also zwei Kölsch würden die zwei gerne auch noch trinken. Der Matthias vielleicht auch noch eins. Ja? Aber natürlich. Zur rechten Seite. FC-Legende. Ist das untertrieben? Ist das übertrieben? Man weiß es nicht. Matthias Scherz, Aufstiegsheld, das finde ich gut. Sag ich ja, das sollen andere entscheiden, ob Held, ob Spieler, ob wie auch immer. Aber hier steht das, Matthias, also hier steht das alles, ja. Hier steht das. Und du hast auch noch was mitgebracht, dazu kommen wir gleich. Matthias Scherz e.V., da engagierst du dich seit sehr, sehr vielen Jahren und hast nach deiner Profikarriere gesagt, ich mache jetzt mal was ganz anderes und bemühst dich dort auch in diesem Thema, in die Stiftung und alles, was dazu gehört. Aber kommen wir gleich zu, du hast nämlich auch was mitgebracht. Das sind hier keine Chips, die wir vom Impfen haben oder so, sondern das hat was tatsächlich, müssen wir uns bewegen gleich oder wie ist das?
Wir werden uns gleich, oder wir vier werden uns gleich bewegen und werden das ein bisschen demonstrieren, was dieses kleine Gerät da so alles kann. Ich mache auch extra mit euch nur ein Reaktionsspiel. Oh Gott. Wir könnten auch ein anderes machen. Also das Gerät kann unfassbar viel, wenn ich da kurz drauf eingehen kann. Gerne. Man kann das zum können auch Profifußballer benutzen, es können auch ganz normale Kinder verwenden. Man kann es im Fußball, Handball verwenden, man kann es als Geschicklichkeitsspiel verwenden, wo auch Gleichberechtigungsspiele stattfinden können, damit nicht immer nur der Schnellste kreiert wird, sondern auch, ich mache es jetzt mal so, alt gegen jung laufen kann. Weil man kann 11 Sekunden einstellen, man kann 3 Runden laufen, also 33 Sekunden. Dieses Gerät kann unfassbar viel. Und was ich jetzt gerade eingeleitet habe, wo ihr alle zugeguckt habt, was macht der Vogel da jetzt gerade? Ja, die Kinder oder wir können jetzt alle unsere Läufe zählen. Jedes Kind kann das dann auch über eine App sich anschauen, was er am Tag gelaufen ist an diesem Gerät. Und das Projekt heißt Grundschulen in Bewegung. Die Schulen müssen etwas tun und dann bekommen sie so ein Gerät von mir gestiftet. Großartige Sache. So, bevor wir uns auf dieses Reaktionsspiel mental vorbereiten, weil das wird schon echt was dauern, bis wir das hinkriegen, oder? Was sagst du? Ich weiß es nicht. Ich klang für mich im ersten Moment, das würdest du über Kölsch reden. Ne? Kann man gegeneinander machen, überall und, ne? und kann man zählen, ne? Um Deckel. Also gibt es schon. Ja. Nur etwas anders. Ne? Ich meine, die Playstation kennt ihr alle, das nennt sich jetzt Sportstation. Hat der Erfinder richtig clever gemacht, finde ich. Nicht schlecht. Und, ich sage, wir gucken das gleich mal an, ich kann es nachher auch mal zeigen und wir gucken uns noch 1-2 Videos dabei an, die ja auch da drauf sind. Apropos Reaktionstest oder Reaktionsspiel, das hat der Trainer am Samstag ganz gut hingekriegt, als er gemerkt hat, naja, jetzt liegen wir 0-2 zurück in Müngersdorf. Ihr wart da, wie war es insgesamt, auch die Atmosphäre, die Ultras sind das erste Mal wieder im Stadion gewesen, was war da los? Also ich habe es leider nur im Fernsehen mir anschauen können, aber alleine sowas in den Facebook-Gruppen los war, was an Videos geteilt wurde, was per WhatsApp geschickt worden ist, also das war ja schon sensationell. Da hat man gedacht, der Rasen wird gleich brennen. Das hat er auch gemacht. Also in der ersten Halbzeit waren wir noch ein bisschen gastfreundlich unterwegs und dann kamen die 3 besonderen Wechsel. Wie war es für euch? Ja, also da, so wie du es geschildert hast, also die Atmosphäre war absolut großartig. Ja. Ja, du hast alles gesagt. Ne? Schön, danke. Ja. Schön. Wann kommt jetzt die Frage? Ne? Also einen Moment lang hat man tatsächlich, hat alles gestimmt. Ne? Also endlich wieder Choreo, endlich wieder Kurve. Und einen Moment lang hat man gedacht, ist wie immer. Jetzt läuft super, nur die Mannschaft spielt nicht mit. Ne? Also genau wie früher, toll. Ne? Endlich wieder Stau vom Stadion, ne? Hat es auch lange nicht gegeben. Ne? So, als war alles angerichtet, nur die Mannschaft hat tatsächlich in der ersten Hälfte ja so nichts gezeigt. Ne? Was für ein Glück, dass das dann anders ausgegangen ist. Es war nicht das beste Spiel, glaube ich, sind wir uns einig. Ne? Naja, also ich fand es natürlich auch sehr spektakulär, was wir am Samstag erlebt haben. Die Sache ist allerdings die, das gehört in dieser Saison ja fast schon zur Tagesordnung dazu. Also ähnliche Spielverläufe, gut, jetzt nicht 3-2, entschuldige, vielleicht ein bisschen ruhiger da hinten. Boah, es ist mega laut. 3-2 nach 0-2, das haben wir das letzte Mal in Müngersdorf erlebt, meines Wissens nach gegen Bayern München, das war 2011. In Mainz haben wir auswärts auch mal 3-2 nach 0-2, da waren wir beide damals auch. Aber Heimspiel tatsächlich war es eine Aktion, die es über 10 Jahre nicht gegeben hat. Und natürlich waren wir völlig euphorisiert nach dem Spiel, dass die Ultras wieder da waren. Die erste Choreo seit 2016, also das sind auch 6 Jahre. Schon eine Wahnsinnszeit, Jahre. Ja. Und 2 Jahre waren sie gar nicht mehr im Stadion. Also es kam einfach so wahnsinnig viel zusammen an diesem Samstagnachmittag. Das hat mich fasziniert. Und dass da auch noch dieser geile Sieg am Ende bei rausspringt. Ja, also das lässt mich natürlich locker über die ersten 60 Minuten hinweg blicken. Total. Und was Steffen Baumgart dann eingewechselt hat, die 3 Jungs, Schaubi, Ljubicic und natürlich Salih Özcan, meine Güte, also die 3 Jungs haben das Spiel mit 180 km/h rumgerissen. Allein was Salih Özcan jetzt diese Saison spielt, also was, also wir sprechen natürlich immer sehr, sehr viel über Modest, über...
Also der Junge hat eine Entwicklung gemacht und ist jetzt auch, hat sich für die türkische Nationalmannschaft entschieden und hat dann das Momentum auch für sich genutzt mit 24 jungen Jahren. Steht jetzt hoffentlich vor der Vertragsverlängerung, auch so ein Thema. Aber ich muss wirklich sagen, das ist einer, der kam rein und hat sofort das Spiel an sich gerissen und hat gesagt, so, jetzt geht's los. Und das hat man richtig gemerkt. Und worauf man natürlich ganz besonders stolz drauf sein kann, das ist der Kilian, ja, der dann noch das 3-2 gemacht hat und vorher das 1, also das 0-1 verbockt und dann noch den Siegtreffer gemacht. Also was man da so sagen kann, so als große Überschrift, die Mentalität stimmt. Also man weiß, ihr habt das als Motto gemacht, alles kann, nichts muss. Also man hat so das Gefühl, die haben das auch gesehen. Ja, also fand ich schon erste Klasse. Wir haben es auch in der PK gesagt tatsächlich, dass wir so ein Motto wie alles kann, nichts muss, was ja eigentlich ein bisschen die Luft rausnimmt aus dem Ganzen, nicht in jeder Mannschaft vom FC gemacht hätten vorher. Ne? So, weil ganz oft es so gewesen ist, besser? Also der knarzt, okay. Ah, ja. Ich habe ja keine Barthaare. Weil wir hatten genug Mannschaften, die dann das zum Anlass genommen hätten, einfach mal zu Hause zu bleiben. Und deswegen, diese Mannschaft tut es ganz offensichtlich nicht. Und das finde ich wahnsinnig, also es ist schon beeindruckend, was für eine mentale Leistung dahinter steht. Ne? Da war das Motto eher andersrum. Ja, unser Motto hatte einen anderen Hintergrund. Alles kann, nichts muss. Damit wollten wir ganz klar zum Ausdruck bringen, dass wir eben nicht diesen unglaublichen Druck aufbauen wollen, dass wir mit aller Macht Europa erreichen müssen. Und wenn wir das nicht tun, ist die Saison irgendwie hinüber. Das ist totaler Quatsch. Also wir feiern diese unglaublich geile Saison, egal oder unabhängig davon, ob wir Europa erreichen oder nicht. Und darauf bezog sich alles kann, nichts muss, dass diese Truppe eine Mentalität hat, wie wir das seit wirklich gefühlt Jahrzehnten in Müngersdorf nicht mehr erlebt haben. Das ist eine andere Geschichte und das ist natürlich ja, sensationell, super. Man muss ja auch mal sehen, wo wir vor 12 Monaten standen. Ja? Also das sind ja mal so die Vergleiche, die Extreme beim FC. Ich gehöre dann auch immer so, also früher war es ja so, wenn der FC Matthias, du kannst es bestimmt bestätigen, wenn der FC 2 Spiele gewonnen hat, hieß es Europapokal, jetzt reichen 45 Minuten. Ne? Also das ist ja auch so ein Thema. Aber das ist auch gut so, weil wir können es ja wirklich sehen und alles kann, nichts muss. Es, wie gesagt, ist ein schönes Motto, gerade auch deshalb, weil es unheimlich Druck rausnimmt und auch von der Perspektive her einfach. Relegationsplatz im letzten Jahr. Die Relegation mit, ich will jetzt nicht sagen, gegen Kiel mit Ach und Krach, das war dann schon okay. Aber wie wir da auf die Relegation gekommen sind, möchte ich mich eigentlich gar nicht mehr zu äußern. Es war gut, dass wir da mal Stammtischpause hatten, weil das waren alles negative Themen da wirklich. Also wie man da durch das Tal der Tränen da gekommen ist, durch den Sommer dann halt auch. Und dann auch gezielt hingegangen ist und mit dem Trainer was aufgebaut. Ich hatte nicht, also niemals das Gefühl, dass das jetzt irgendwie nur eine Sache ist, 50-50. Also das würde jetzt mit Baumgart nicht aufgehen oder sowas, sondern die Mentalität, also die er auch in Paderborn hatte, die hat er einfach mit rübergebracht. Matthias, du so als ehemaliger Spieler, wenn du das so siehst, erinnert sich das irgendwie, klar, das Spiel 2011, das hast du leider selber nicht mitgespielt, aber ist das so, ist das in der Kabine, man liegt 0-1 zurück, kassiert dann später direkt das 0-2, ist das so eine Sache, naja, bloß jetzt hier ohne Schaden durchkommen oder jetzt drehen wir nochmal auf? Man versucht natürlich immer dann eher aufzudrehen und das Spiel zu drehen und was die Mannschaft jetzt ja auch gemacht hat, und dann braucht man halt auch vielleicht auch mal so Momentum wie eine Standardsituation und das macht sie dies ja sehr gut. Und das kann man ihnen in keinem Spiel vorwerfen. Sie hat immer bis zur letzten Minute alles rausgehauen, was drin war, und das lebt dieser Trainer ja auch einfach vor. Und wenn man sich ein bisschen mit seiner Vita beschäftigt und da mal reinguckt, wie er selber Fußball gespielt hat, dann ist das völlig authentisch und das ist genau das, was die Mannschaft jetzt zeigt, so hat er Fußball gespielt. Und das ist, glaube ich, das, was man hier lange vermisst hat. Ein Trainer, der vorweggeht, eine Mannschaft, die mitzieht und auch die Spieler, die eingewechselt werden, die dann kommen und auch für Begeisterung sorgen und nochmal einen Schub bringen, vielleicht mal einen Foul machen, dass sie das ganze Stadion aufwachen und dann kommen auch alle. Und wenn dann das Tor fällt, dann geht natürlich auch so ein Ruck durch die Mannschaft, durch das Stadion, was du natürlich nicht in jedem Stadion hast. Und dann kann man natürlich auch solche Spiele wieder drehen. Und das ist das Schöne, jetzt einfach mal allen zuzuhören, mit wie viel Euphorie sie da waren, wenn die
Ich weiß gar nicht, wer jetzt für unsere Ultras wieder da waren. Ich war jetzt selber auch nicht im Stadion. Ich konnte leider nicht, weil ich zu einer Hochzeit musste. Ja, aber es ist einfach schön zu hören, einfach wie es war und dass man dieses Spiel wieder gewonnen hat. Dass man 43 Punkte nach 29 Spielen hat, da hat ja keiner mit gerechnet. Definitiv nicht. Also das sollte man einfach so unterschreiben und wenn es mehr wird, ist es schön. Dann sollte man aber besser seine Hausaufgaben machen wie vor ein paar Jahren. Ja, dazu kommt aber, und das finde ich auch großartig und das ist wichtig, ja, dass man jetzt keine Angst vorm Erfolg kriegt. Das ist nämlich auch früher immer gewesen. Ja? Also wenn wir unten stehen, redet jeder über einen Abstieg, was richtig ist. Wenn ich oben stehe, darf ich auch über Europa reden, wenn es in Schlagdistanz ist. Da kann ich nicht sagen, ach nee, wir haben jetzt schon alles erreicht, das wollen wir gar nicht und so. Also diese Ambitionslosigkeit, die wir lange Zeit hatten, wo alle Leute irgendwie einfach so viel Angst hatten, dass ihnen das in die Schuhe geschoben wird, wenn es dann doch nicht erreicht wird, dass sie das irgendwie weggeredet haben, das ist nicht mehr der Fall. Und das finde ich auch wichtig, weil letztlich als Sportler weißt du, du willst auch alles erreichen. Du gehst ja nicht ins Spiel und willst es nicht. Aber wenn die anderen natürlich irgendwie dir hinreden, ist ja, ne, dann fehlt dir vielleicht ein Prozent oder fünf. Aber wenn ich da mal, man kann das nicht mehr vergleichen. Den Zeit, jetzt geht es gar nicht mehr um die taktische Ausrichtung einer Mannschaft, sondern ein bisschen auch die Medienwelt. Es hat sich alles gedreht. Zu meiner Zeit gab es drei Zeitungen, die haben diese Stadt beherrscht. Und auch den Trainer und den Verein beherrscht. Und heutzutage ist der Verein davon nicht mehr abhängig. Er kann sich über Facebook, Twitter, weiß ich, wie das ganze Gedrisse da heißt, ja, kann er sich selbst vermarkten, seine Geschichten um Spieler spielen. Auch Spieler haben viel mehr Möglichkeiten, einfach ein viel positiveres Bild darzustellen, als das, was wir damals machen konnten. Wir waren abhängig von diesen Noten, die es im Kicker, im Express oder Bildzeitung war. Ja, und wenn du deinen eigenen Weg da gehen wolltest, war der manchmal ziemlich schwierig im Kampf 1-1 gegen drei Boulevardblätter. Gut, das ist in Köln ja sowieso immer was Spezielles, ne? Immer noch, trotz allem. Also es wird ja gelesen und es wird ja auch diskutiert im Kicker. Ne? Welche drei waren das denn damals bei euch? Welche drei Zeitschriften oder Boulevardblätter, vor denen ihr am meisten Respekt hattet? Ihr Bild, Express und dann eben halt das... Bild? Ja klar. Echt? Aber Bild ist doch völlig unrelevant in Köln. Also das ist doch, spielt doch wirklich... Ja, aber in Köln, lokal. Köln, aber nicht in Deutschland. Also das darf man ja nicht unterschätzen. Stimmt, damals hatten wir bundesweit natürlich noch ein stärkeres Gewicht, das ist richtig. Das will ich jetzt nicht. Nein, so Mathis. Ja, aber die Bild-Zeitung war präsent, also dann hast du dich halt eben nur konzentriert auf den Stadtanzeiger und auf den Express. Nein, was ich damit sagen will, ist, dass die Bild-Zeitung in den Augen der Fans heutzutage in Köln überhaupt keine Rolle spielt und dementsprechend schlecht ist auch der in Anführungszeichen Journalismus, den dieses Blatt produziert, regelmäßig und gerade über den FC. Also da haben wir, wollte ich noch mal sagen. Entschuldigung, das mag ja sein, ja. Aber für die Spieler ist es relevant. Also es ist sehr, sehr, sehr interessant, weil ich kann wirklich deine Meinung da teilen, denn jedes Mal, wenn dieses Thema Bildzeitung aufkommt, dann ist das irgendwie unter dem Motto, boah, hör mir damit auf. Ne, das ist wirklich so ein Medium, ja, ich sag jetzt mal, es ist ein Medium, okay, aber es ist in den ganzen Fanforen, in den ganzen Diskussionen ist es wirklich nicht relevant. Wenn die Spieler sich natürlich jetzt heutzutage noch diesen Druck aufbauen und das immer noch als relevant sehen, okay. Ich kann das nur unterschreiben, dass das für die Fans de facto nicht so ist. Also ich habe eher so das Gefühl, dass die Leute sich noch mehr informieren, sich noch mehr Dinge anschauen und noch mehr Quellen haben, so wie du selber auch berichtet hast, Instagram, Facebook. Informationen werden viel, viel schneller geteilt, auch so ein Format wie hier zum Beispiel ein Fanforum, wo man sich offen austauschen kann. Und ich finde auch, das ist eine Kultur, wo der FC sehr viel gelernt hat, auch in den letzten Jahren, auch mit den Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, die Dinge auf den Tisch zu legen, denn es macht ja eh keinen Sinn heutzutage, irgendwie drumherum zu diskutieren, spätestens nach einer Woche weiß es jeder. So, also nach einer Woche sollte es wirklich der Allerletzte dann auch verstanden haben, weil der Allerletzte hat dann die Bild gelesen, ne? Also das ist ja dann, vorher haben sie das alle über Twitter, Facebook gemacht. Gut, genug Schelte in diese Richtung, ich glaube, die haben es kapiert, ne? Müssten jetzt auch um die Uhrzeit langsam wach geworden sein, ne? Da dürfen wir mal ein bisschen böse sein. Ja, aber ich muss mal sagen, für mich so persönlich das Erlebnis, wo man gedacht hat, so Euphorie, und man kann wirklich von einer berechtigten Euphorie sprechen, das war so der letzte Moment, wo ich gedacht habe, ja, jetzt geht's in diese Richtung. Das war das Spiel in Leverkusen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine phänomenale Einstellung der gesamten Mannschaft. Dann sind mir noch so Bilder bekannt wie Baumgart sitzt zu Hause und ist in Quarantäne.
ich denke mir einfach, wie macht er das, wenn er mit dem Hund Gassi geht und der mal einfach mal läuft, wie, ne, wie holt er den wieder zurück? Nein, also das sind so alles so Dinge, die sehr, sehr authentisch sind, wofür uns auch viele in Fußball Deutschland auch beneiden, dass wir das hier haben in Köln. Und ich glaube, wir haben das, also besonders die Fans haben sich das auch mal so langsam wieder verdient, denn wir haben ja gesehen, Europa einmal erreicht und dann ging es wieder runter. Und das wollen wir jetzt nicht nochmal haben. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, dass diese Sorge dieses Mal wirklich unberechtigt ist. Denn wir haben auch einige Personalentscheidungen, die jetzt im März getroffen wurden, beziehungsweise die jetzt aktiv sind. Wir haben einen neuen, ich gucke mal auf meinen Zettel, Geschäftsführer Sport, den Christian Keller. Im Übrigen auch sehr fanfreundlich, denn er hat sich positiv, als Befürworter von 50+1 positioniert. Und das ist ja so eine Thematik, dass jemand so am ersten Tag direkt sagt, ich sehe das so. Wir haben dieses Thema fanfreundlich auf der Agenda. Und hebt dann natürlich auch das Thema Mitglieder ganz besonders hervor. Oder wie seht ihr das als Fans, nicht nur als zwei Kölsch? Ja, das hört man natürlich total gerne. Ne? Er hat ja de facto gesagt, das war für ihn ein Ausschlusskriterium. Also er wäre jetzt in keinen Verein gegangen, der nicht zu 50+1 steht. Was ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert finde. Und ich glaube einfach, dass man sieht es ja an vielen, vielen Beispielen, dass Vereine, die jetzt irgendwie ihr Herz und ihre Nieren verkaufen, am Ende ohne Eingeweide dastehen. Ne? Und wenn du Pech hast, dann dann lebt sich so nicht mehr gut. Ne? Du siehst es in Berlin, du hast gesehen, 1860 hat es nicht gut getan. Also es gibt nicht so wahnsinnig viele Beispiele von Mannschaften, wo es insgesamt nicht funktioniert hat, die dann über einen Investor wieder hochgekommen sind. Denn wenn schlechtes Management ist und da wirfst du Geld drauf, dann bleibt das schlechtes Management, ist ja Geld schnell weg. Also das macht für meine Begriffe sehr wenig Sinn. Insofern ist es toll, was er gesagt hat. Der ganze Auftritt war großartig. Jetzt müssen so Taten folgen, ne? Weil Leute, die sich sehr gut verkaufen, haben wir auch schon viele gesehen. Deswegen Vorschusslorbeeren werden gerne verteilt, aber so ein bisschen vorsichtig, haben wir ja auch gelernt, müssen wir trotzdem sein. Das denke ich auch. Das stimmt. Er wird jetzt sehen. Man muss jetzt schauen, was er in der neuen Saison macht, wen will er holen und wie wird auch das interne Karussell gedreht. Das werde ich mit Sicherheit von außen sehr genau mal betrachten, was man natürlich erst viel, viel später mitbekommt, wenn neue kommen, rollen sie ja irgendwann den ganzen FC, drehen sie wieder einmal auf links. Da bin ich jetzt wirklich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie er damit umgeht. Vor allem neue Protagonisten, also im Verein hat sich sowieso sehr, sehr viel getan, also viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auch am Geist Bockheim eingefunden haben und ja, da tut sich wirklich was. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von, das weiß man von dem Slogan spürbar anders, der kann meinetwegen auch weg, weil das ist so ein Thema, das auch so ein bisschen altbacken und so ein bisschen belastet, aber ich glaube, da könnte man einen kompletten Stammtisch nochmal machen. Die Gelegenheit bekommen wir dann noch, aber dazu später mehr und ja. Michael. Ja, ich würde zu dem Thema gerne nochmal anmerken, dass heute exakt vor einem Jahr, also wirklich vor einem Jahr, der FC offiziell verkündet hat, dass Markus Gisdol nicht mehr unser Trainer ist. Man hat ja das Gefühl, das ist schon wieder Jahre her. Es ist ein läppisches Jahr her. Und am 31. Mai, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir dann den Nichtabstieg endgültig eingetütet mit dem 5:1 in Kiel. Und am selben Tag wurde dann Horst Held noch gefeuert. Und man muss sich das echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir jetzt über den Nachfolger sprechen. Das sind so dermaßen gravierende Änderungen, die beim FC seitdem eingezogen wurden. Und Gott sei Dank sind sie eingezogen worden. Und wir reden immer über Steffen Baumgart, also über denjenigen, der neu ist und dass wir dem zu verdanken haben, dass jetzt plötzlich alles so super läuft. Da bin ich auch, stehe ich auch dahinter, aber wir müssen auch drei Kreuzzeichen machen, dass Leute aus dem Verein raus sind und dass wir so viel Erfolg haben, liegt auch daran, dass diese Leute nicht mehr bei uns sind. Also das fällt mir ganz stark auf, wenn ich daran zurückdenke, ne, gerade Gisdol, Held. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch Werle skeptisch sehe oder gesehen habe. Ne, das ganze Thema mit dem Torwarttrainer, diese nicht vorhandene Leistungsorientierung, ne, dass ein Timo Horn hier wirklich ohne jeden Gegenwind, ohne jede Konkurrenz jahrelang bei uns im Tor gestanden hat. Das sind alles Dinge, die jetzt aufgebrochen werden, die zerschlagen wurden. Und ich finde, unser Verein ist sowas von befreit. Also ich finde das so dermaßen geil und bin sehr optimistisch. Und jetzt muss endlich die lange zitierte und
heraufbeschworene Kontinuität, die muss jetzt greifen. So sieht's aus. Und ich hoffe, dass das auch so kommen wird. Ja, also man merkt, wir haben schon lange keinen Stammtisch mehr so gehabt. Ne? Es muss. Michael, vielen Dank. Ich unterschreibe das. Denn am Ende entscheidet sich das Ganze auf dem Platz. Aber es ist ja ganz, 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 ganz viel drumherum. Ich komme eigentlich mal so ein bisschen zum Anfang. Nämlich, ich habe ja gesagt, wir haben uns ja kennengelernt in Heilbronn beim Wilden Süden. Das war ja, ich hätte jetzt fast gesagt, ohne jemanden beim WS auf die Füße zu treten, ein Garagenfest. Ja, dieses Mal ist es am 14. Mai in Mannheim. Ich weiß nicht, ob wir uns da auch sehen, aber es ist sehr, sehr realistisch, denn Konrad und ich fahren nämlich, hallo Konrad, der Konrad sitzt nämlich auch hier, nicht zu vergessen, ganz wichtig hier am Pult und hält hier Bild in Ton im Griff. Ich hoffe, das klappt auch so und ja, wunderbar. Und wir wissen ja, was das hier so für eine Arbeit ist, um einfach mal jetzt mal zu starten für einen Stammtisch. Aber ihr macht ja wirklich jedes Mal eine PK. Jedes Mal bei jedem Heimspiel ein neues Motto. Haben eure Frauen grundsätzlich Probleme damit, so viele weiße T-Shirts zu waschen? Frage Nummer eins. Und die Frage Nummer zwei ist, wie viel Arbeit steckt da eigentlich hinter? Was macht ihr da eigentlich? Also es ist phänomenal. Weil wenn man, jetzt kommt, wissen wir selber nicht. Was denn für Frauen? Aber acht Minuten, neun Minuten PK mit Schnitt, mit Ton, das ist eine Heidenarbeit. Also ich finde das immer großartig, was ihr da macht. Und das ist ein Format, ein Fanformat, wo ich sage, das gibt es so kein zweites Mal. Und ziehe ich meinen Hut vor, weil ihr das wirklich seit ganz, ganz vielen Jahren großartig durchzieht. Und auch, ne, meine ich ernst, und auch allen Kritikern zum Trotz, weil die gibt es ja überall, trotz allem gesagt, wir machen unser Ding, wir machen das. Letztens auch noch vom Knast, ne, fand ich sensationell. Wir haben noch mal kurz geschrieben, ne, alles kann, nichts muss. Kennst du das, ja? Da, ja. Von außen, ja, ist mir das bekannt. Ja, da bin ich schon mal dran vorbeigefahren. Aber mal unabhängig jetzt mal zu der T-Shirt-Frage. Ist ja unheimlich viel Recherche, viel Arbeit, viel Bild, viel Ton. Und das ist ja viel Zeit, was da drauf geht. Ja, das ist mit Sicherheit so, wobei das natürlich auch entstanden ist, weil wir Vögel sowieso die ganze Zeit über den FC geredet haben, ne? Und so, und dann sagst du irgendwann, das kannst du vielleicht doch irgendwie anders ummünzen, wenn du am Tag eine Stunde telefonierst und so, ja, ne? Klar ist da, und das ist dann ja auch größer geworden, so haben wir uns das auch nicht gedacht, wie es sich dann entwickelt hat. Und irgendwann wächst es dir nicht über den Kopf, aber doch so auf Kopfhöhe langsam und du merkst, oh Gott, jetzt wird's richtig Arbeit. Stimmt, ist so, kann man nicht anders sagen. Ne? Kommt aber eben auch wahnsinnig viel zurück. Es ist eben, macht eben total Spaß. Ne? Und wir sind eben keine Fußballer, die das Glück haben, dass ihnen die Herzen da sowieso entgegenfliegen, ne? Sondern wir sind alte Säcke und freuen uns natürlich, wenn Leute uns wohlgesonnen sind. Ne? Das hast du ja normalerweise in der Straßenbahn auch nicht. Ne? Das ist schon richtig. Ne? Also, Michael. Also zu den T-Shirts kann ich nur sagen, die müssen gar nicht gewaschen werden, weil die sind alle nur einmal getragen. Ja, okay. So, ne, da ist zwar manchmal ein bisschen Senf oder noch eine Currywurst drauf, aber nee, die kommen tatsächlich, also bei mir zumindest, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, bei mir kommen die ungewaschen in den Schrank, da werden die gestapelt und wir haben tatsächlich sogar mal ein zweites Mal verwandt, das war nämlich das Europa, wir kommen. Ja. So, das haben wir das erste Mal hatten wir das 2014, haben uns alle für bekloppt erklärt. Und 2017 haben wir das wieder rausgeholt am letzten Spieltag. Und das war so geil, als wir dann im Stadion waren und hatten dieses Shirt dann an und es hat geklappt. Und das, ne, benutzen wir jetzt auch wieder. So, und genau. Ja, und vielleicht, schön, dass du meine Pointe jetzt vorweggenommen hast. Nein, also es kann natürlich gut sein, dass wir das am, wann ist letzter Spieltag? Wieder am 34. Am 34. Oh, Spieltag. So, ja. Ich wollte mal ganz schlau sein, am 14. Mai. Am 14. Mai auswärts in Stuttgart. Ja, wo wir auch auf jeden Fall sein werden und wir werden auch auf der Party sein. Und ich möchte nur ganz kurz auch nochmal das bestätigen, was der Thomas gesagt hat. Also natürlich betreiben wir sehr viel Aufwand. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und das alles Entscheidende, das ist das Feedback, das wir kriegen. Was wir nicht nur kriegen in den sozialen Medien, sondern was wir kriegen, wenn wir unterwegs sind. Also wenn wir nach Leverkusen fahren letztens, ey, es ist wirklich unfassbar. Ne? Also das, was wir da alleine erlebt haben an Zuspruch, wenn die Leute auf uns zukommen und einem auch attestieren, das, was du auch gemacht hast, dass das, was wir da zum Ausdruck bringen, dass es eben die Fanseele irgendwo auch repräsentiert und wiedergibt.
Und für uns das Allerwichtigste ist immer die Unabhängigkeit. Vielleicht kann ich das an der Stelle auch nochmal gerade sagen, weil wir ja öfter auch schon mal immer gefragt wurden, ja, für wen macht ihr das denn? Oder auf wessen Seite seid ihr denn? Ne? Jetzt, ob das um den neuen Vorstand damals ging oder um, was weiß ich nicht was, welchem Fanclub wir angehören. Nein, es gibt bei uns keine Leute im Hintergrund, die uns protegieren, die uns finanzieren, so was jedes nicht. Sondern es kommt bei uns einfach aus dem Herzen. Aber trotzdem, ja. Das Sion schmeckt auch, ne? Also es ist jetzt nicht so, das ist auch okay, ne? Das geht. Völlig egal. Ja, wunderbar, lecker. Sehr schön. Aber das ist ja, ihr habt ja auch eigene Bierdeckel, ne? Das ist ja, ne? Die habt ihr sogar vor dem Trainer gehabt, ne? Das ist ja Wahnsinn, ne? Da war der Trainer noch gar nicht da. Ne? Aber so schnell geht das. Das merkst du als Fan irgendwann, dass du der eigentliche konstante Faktor bist, ne? Alle anderen sind irgendwann fort. Und so du bist immer noch Fan, ja? So sieht's aus. Das ist ja auch das Schöne an euch zwei. Man nimmt euch das einfach ab, was ihr da macht mit Leidenschaft. Und das spiegelt euch die Mannschaft, glaube ich, auch wieder. Und das spiegeln euch die Fans wieder. Und dann ist das eine schöne, ein Gewinn für den 1. FC Köln. So. Das sollte jetzt genug Motivation sein, um das Reaktionsspiel jetzt mal zu machen. Ja, bevor es nämlich in Lobeshymnen ausartet, lieber Matthias, deine Stiftung. Ja. Ja, können wir gleich. Also, na, kommt jetzt mal mit, dann zeige ich euch mal ein Video, damit ihr mal seht, dass man sich hier draußen. Jetzt schauen wir mal. Irgendwo ist die Kamera und ich bin jetzt rausgegangen. Na gut, das ist auch nicht so schlimm. Die können wir auch in der Hand nehmen und dann kann man das mal zeigen. Ja, da können wir schon hin. Wir wären jetzt im Spielmodus und ich fange mal an und jetzt, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass ich nicht gegen den Tisch laufe und nicht da. Wir müssen mal da raus, um das hier mal kurz zu erklären. Es ist ja, vorne ist eine Kamera, rechts und links ist eine Kamera. Und ich mache das jetzt einfach mal. Man hält jetzt das Band davor. Dann hoffe ich, dass das jetzt geht. Jetzt geht das los. So, wenn wir jetzt die Kamera rein, jetzt seht ihr das, könnt ihr sehen, meine Zeit steht da, ich habe jetzt 0,97 Sekunden. Genau, und habe 3,5 Sterne. War das jetzt ein Tor? Also man kann maximal 5 Sterne bekommen und wir spielen das jetzt mal 3-mal durch, damit ihr dann seht, was danach passiert. Das Gerät zeigt dir gleich an. Ich drücke jetzt weiter, gehe jetzt nach hinten. Jetzt seht ihr, jetzt sammelt er mir die Sterne ein. Und jetzt macht der Nächste das. Und das Gerät sagt dir gleich, mit dem grünen Pfeil rechts oder links vorbei. Rechts oder links vorbei. Ich bin raus, ich habe kein Armbändchen bekommen. Also das RFID-Band davor halten. Hier so? Ja. ...1,12 Sekunden. Jetzt ist erstmal gut. Jetzt macht der Nächste. Wie fühlst du dich, Michael? Ich glaube, ich habe einen Muskelfaserriss. Zu schnelle Rechts-Links-Kombination. Hat er. Sehr gut. Wir machen das jetzt. Drei. Muss ich jetzt auch mal hier ran? Du hältst das einfach nur ran. Ich halte das einfach nur daran. Ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht ins Mikro rede. Oder weiter rücken? Nee. So kann man es auch machen, aber dann hat er den nicht registriert. Ah. Du sollst ja den registrieren. Aha. Hast du mich denn schon registriert? Eigentlich schon. So. Hoppala. So. Ja, ja. Ich wäre jetzt auch blöd, wenn ich jetzt hier Streber wäre jetzt hier. Ne? 1,21, wunderbar. Das war Toni Polster. Toni Polster, ja. Wenn er dann so eiskalt vom Tor war. So, da noch ein Stück weggehen, dann mache ich jetzt wieder. Oh. Weil pass auf. Oh, jetzt wird es windig. Warte mal ab. Flugkopfball jetzt. Ja. Oh, der wollte nicht. Warum nicht? 3,23. Also okay. wenn wir zusammenlegen, hast du unseren Preis. Ja, dann mach ich. So, Lisa, los. Ein bisschen Gas, damit wir bis 10 kommen.
Es ist jetzt so, wie das oft im Vorfeld passiert. Normalerweise, ich habe jetzt extra gehofft oder dann habe ich den nicht gesetzt. Jetzt muss ich oder der Lehrer, den jungen Mann hier links neben mir oder das Kind, ja, den Michael oder das Kind, freischalten für das nächste Level. Und dann muss er drei Sterne erlaufen und dann geht das in das nächste Level und dann kannst du zwei Läufe machen. Und so spannend. Sind relativ viele Spiele da inzwischen mit aufgebaut, dass du es wie eine Playstation verwenden kannst. Du kannst auch nachher ein Avatar bauen, du kannst dir Haare setzen, ich immer ohne, ja, noch nie Haare gehabt. Aber so ist das Spiel ein bisschen aufgebaut. Man kann hier sogar ein zweites Gerät ranschalten, da kann man hier mit sogar 100 Meter Sprints machen. Also man kann Kinder gegeneinander sprinten lassen, man kann bis 20, 30 Meter kann man das wegstellen. Ich versuche das jetzt mal hier zu machen. Ich sage, so, die Kamera halte. Kannst du auch hier an die Kamera gehen? Kann ich die auch nehmen? Ja, dann kommt der Konrad nämlich langsam so rüber. Ja, kriegen wir hin. So, kleinen Moment. Ja, kriegen wir schon hin. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr 2 Stunden, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. So. Ich hoffe, es konnte jeder sehen. Ansonsten gerne Fragen auf info@matthias-scherz-ev.de. Genau, das ist ja die Homepage. Aber erzähl mal kurz, das geht dann an Schulen oder wie? Ja, einmal so rum. Ja. Alles gut. Alles gut. Ich nenne das Projekt Grundschulen in Bewegung. Die Schulen müssen sich bei uns bewerben. Sie machen dann als Auftakt drehen ein kleines Video. Und dann schalten wir sie dafür frei und dann machen die eine Schritte-Challenge. Da müssen sie sich ein Motto überlegen. Ich sag mal jetzt, die letzte Schule hat es gemacht, jeden Schritt für den Frieden. Dann werden alle Schüler an der Schule damit eingebunden und dann laufen die 4 Wochen. Um das mal der Hintergrund zu erzählen, ja, wenn man Fußball gespielt hat und immer sich bewegt hat und sich bewegen will, ist mein Grundgedanke ein bisschen so, und das habt ihr auch gesehen, ich habe letztens wieder auf RTL wieder schlimme Folgen von Kindern gesehen. Und normalerweise ist es so, wenn ich meinen Kindern das nicht vorlebe, Sport zu treiben, dann machen es meine Kinder auch nicht. In diesem Fall, weil wir das Gerät auch an den Schulen einmal vorstellen, hoffe ich, dass ich so eine kleine Synergie bekomme, dass die Kinder nach Hause gehen und ein bisschen ihre Eltern vom Sofa kriegen und sie zusammen dann sich dort einloggen auf der Seite deutschlandwirdvital.de und dann diese Schritte-Challenge machen. Und dann bekommt die Schule so eine Sportstation von mir gestiftet. Der reine Preis dieser Sportstation ist 4.000 Euro. Wahnsinn. Ja. Also geht mal auf die Seite von der Matthias Scherz Stiftung. Da gibt es ganz viele Informationen auch über diese Sportstation 2. Und ich finde das ein ganz, ganz tolles Projekt. Das ist ja nicht das einzige Projekt, was du machst, aber aktuell Grundschulen in Bewegung. Das heißt, Schulen können sich aktiv bei dir melden und sagen, wir haben da Interesse dran, und dann fährst du, ich sag mal rein bildlich, fährst du da hin, stellst das vor, und die Kids haben dann auch direkt nicht nur einen ehemaligen Fußballprofi, mit dem sie sich unterhalten können. Das ist ja wahrscheinlich dann auch sehr viel hier im Kölner Umland, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Oder ja, ist immer, also meine Zielgebiete sind natürlich klar Köln, Rhein-Erft, Rhein-Sieg, ja, gehört alles dazu. Und mein persönlicher Traum und mein Ziel ist es, an jeder Grundschule zwischen Köln, was soll ich jetzt sagen, bis Hennef, weiter, alles was drumherum ist, mit einer Sportstation auszustatten. Und wenn ich die Runde einmal gedreht habe, möchte ich sie noch einmal drehen. Sehr schön. Ich habe mir da ein großes Ziel vorgenommen, weil es ist ja nicht nur so, dass man das in den Grundschulen nutzen kann. Letztendlich kann man das zusammen, wenn jetzt ein Grundschulkind dieses RFID-Bändchen hat und geht nachher in seinen Fußballverein und der Fußballverein hat auch so etwas, dann kann man auch das Band einfach dahinsetzen. Und man kann auch als Verein im Bereich Handball oder da auch Auswertungen machen, die man auch mit der Schule dann zusammen vielleicht ein bisschen auch den Fußball vielleicht nochmal anders entwickeln kann, aber auch andere Sportarten. Also ich finde das deshalb spannend, Konrad. Bei mir gehen dann immer so die Synapsen an. Wir haben auch Fußballvereine, die wir kennen bei uns im Ort. Wir kommen ja ursprünglich ja nicht aus Köln, sondern aus Bergisch Gladbach. Haben da auch Kontakte zu, wo wir auch... Ja, danke. aber Sportstation ist wirklich ein Thema, gerade Bewegung und gerade bei den Fußballvereinen. Also ich finde das absolut unterstützenswert. Wir würden uns hier vom FC-Stammtisch auch mal Gedanken machen, wie wir deine
Stiftung auch unterstützen. Ich denke, dass wir da was in der neuen Saison definitiv hinbekommen und da bleiben wir weiter in Austausch. Also Matthias, ich finde das ganz, vielen, ganz großartig. Dank. Also nicht dafür, denn das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Happy Scherz Menü, Benefits Golfturnier. Golfer? Leidenschaftlicher Golfer, wenn ich das jetzt, ist eigentlich meine liebste Geschichte, 2002 angefangen. Ja, jetzt kann man darüber lachen, aber nachdem ich dann diesen Golfschläger betätigt habe und gedacht habe, was mache ich eigentlich, versuche ich mit diesem Golfschläger, warum mache ich das Gleiche eigentlich nicht mal vorm Tor, also immer das Gleiche. Dann hat leider auch das funktioniert auf einmal, dass ich auf einmal auch aus diesem Chancentod zum Torschütze geworden bin. Ja, ja, ein anderer Weg zur Motivation. Könnt ihr golfen oder habt ihr schon mal Golf gespielt? Ist das sowas für euch? Oder zwei Kölsch am Golfplatz wäre doch bestimmt auch nicht schlecht, oder? Also ich habe Platzreife, ja. Das habe ich schon, aber... Mir macht das auch Spaß, aber ich spiele es ganz selten, ehrlich gesagt. Also ich muss mich auch outen, die Platzreife habe ich auch gemacht vor ein paar Jahren. Also das sind wir schon mal drei. Thomas, Caddy? Ja, nee, also ich glaube, Golfspielen ist ein bisschen wie Bier trinken. Du musst Übung haben, um das zu können und dafür fehlt dann ein bisschen die Zeit. Ich finde es auch spannend, ich habe tatsächlich mal so ein paar Probetrainings gemacht und habe aber damals gedacht, man muss meine Frau dabei sein, sonst noch so ein Hobby und dann ist sie fort. Ne? und dann hat die aber irgendwie bei allen Schlägen immer so 30 Zentimeter hoppelte das Ding und bekam Wut. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist für uns nichts. Ne? Also wir kriegen jetzt keinen Flight fürs Benefiz-Turnier zusammen. Ich glaube aber, wenn du jemanden brauchst, der dich unterhalten soll, dann sagst du uns Bescheid. Wir kommen da gerne vorbei. Und das sollte klappen. Sehr, aber, sehr schön. Aber Mattes, du spielst ja mit dem Dirk Spiegel häufiger, ne? Das ist richtig. Ja, mit dem fahre ich übrigens am Samstag nach Gladbach. Mit dem habe ich heute Morgen noch telefoniert. Ja, ich auch. Aber nicht über Golf, ne? Also das war Thema Gladbach dann, ne? Aber das ist wirklich jetzt, ja, wenn wir jetzt von Europapokalkandidaten 1. FC Köln, wenn wir jetzt über unseren nächsten Gegner, über die Gladbacher wollen wir gar nicht so viel sprechen. Ich weiß aber nur, also die Gladbacher an sich als Mannschaft, als wir miteinander telefoniert haben, den Termin für heute ausgemacht haben, war ein sensationelles Gespräch. Jetzt stell dir mal vor, Pascal, sagt der Michael zu mir in seiner positiv enthusiastischen Art. Und jetzt stell dir mal vor, wir gewinnen gegen Mainz und die Gladbacher kämpfen gegen den Abstieg. So schön ist es jetzt noch nicht, leider. Aber ich danach vielleicht, mal schauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, aber sie haben die Hosen voll. Die Gladbacher haben die Hosen voll. 10.000 Kölner haben sich angekündigt für Samstag. Also das ist schon eine Hausnummer. Das hat es so in Gladbach noch nicht gegeben. Und Es wird im Zweifelsfall ein Heimspiel werden und ich schmöker da auch immer gerne noch im gegnerischen Forum so ein bisschen rum. Also das ist schon ein bisschen sadistisch. Also im Gladbach-Forum, ne? Ne, das ist ja eher Katastrophentourismus. Ne? Also, und die sind natürlich mega unzufrieden mit dieser Saison, die Gladbacher. Die sind auch mit ihrem Trainer. Also Adi Hütter ist ja allerhöchst umstritten nach wie vor in Gladbach, trotz dessen, dass sie jetzt auch ein paar Mal gewonnen haben. Aber für die geht es tatsächlich jetzt, wo sie gerettet sind, endgültig geht es für die natürlich um gar nichts mehr. Und der gemeine Gladbach-Fan scheint dies dann zum Anlass zu nehmen, zu sagen, nee, dann ist mir auch der Derby nicht mehr so wichtig, da gehe ich gar nicht hin und gucke mir die feiernden Kölner an, die hier völlig euphorisiert nach Gladbach kommen. Also da haben einige keinen Bock drauf. Und das ist der Grund, warum in dem Block neben dem FC-Block, also im neutralen bzw. im eigentlichen Gladbach-Block, sehr viele Karten von Kölnern jetzt gekauft wurden, was dazu führt, dass deutlich mehr als die, ich glaube, knapp 5.000, ne? 5.000 hat der FC zur Verfügung. Also es werden wesentlich mehr Kölner werden. Und das wird natürlich, also das wird ein Festtag am Samstag. Und ich freue mich da so dermaßen drauf. Ich kann es echt nicht beschreiben. So, aber ich habe ein bisschen Angst, weil es geht in es geht etwas in die Richtung damals 2011, als wir nach Gladbach gefahren sind, um die in die zweite Liga zu schießen. Die waren damals abgeschlagen, letzter. Und das war die Geburtsstunde von Marc-André Ter Stegen. Und ich kürze es ab, Gladbach hat das Spiel 5-1 gewonnen und hat den Nichtabstieg auch geschafft. Und dann haben die 10 mega erfolgreiche Jahre drauf gesattelt auf diesen Tag. Aber ich glaube, dass es jetzt genau umgekehrt ist und die Trendwende, also wir stehen ja wirklich gerade so ein bisschen auf wie Phönix aus der Asche nach all diesen Jahren. Und also wenn es uns gelingt, so einen ähnlichen Trend zu setzen wie damals Gladbach,
dann stehen uns vielleicht goldene Zeiten bevor. Gut, das Hinspiel haben wir ja nur 4-1 gewonnen, aber ich glaube, und wir haben nicht gegen Abstieg gespielt und das ist schon mal sehr, sehr gut. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt und ich frage jetzt einfach mal, ich schreibe es mir jetzt gleich auch nochmal richtig analog auf, so eure Tipps für Samstag. Michael, so jetzt bin ich mal gespannt, was sagst du? Ja, also ich bleibe demütig und sage 2-1 FC. 2-1 FC. Thomas. Ja, wir waren zuletzt ganz gut in so knappen Dingern. Ne? Also wir gewinnen das 1-0. Also. Okay, Mathis, was sagst du? 2-2. 2-2, okay. Ich bin euphorisiert. Ich tippe 0-3. Ich sag auch die Torschützen. So, aber wir dürfen einen nicht vergessen, das ist ja Konrad. Konrad, was tippst du? Gladbach gegen Köln. Was ist so dein Tipp? Was sagst du? 1-0. Für Köln, okay, wunderbar. Du weißt schon, dass wir hier ein Fanforum vom ersten. Ja, okay, alles klar. So, und Heino, was würdest du tippen? Ja. Ich würde sagen, so 3-1. 3-1, ja, Heino ist da oldschool unterwegs. Ne? Wunderbar. Ist notiert. Gibt es was zu gewinnen? Nein. Eine Runde hier mit der Sportstation ausprobieren. Ne? Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Aber das sind ja auch so das Thema Erwartungen für den restlichen Saisonverlauf. Wenn wir uns jetzt mal die restlichen Spiele angucken, ist jetzt niemand dabei, sage ich jetzt mal aus der Salamang heraus, aufgrund unserer Situation, die wir jetzt haben. Moral, Stimmung stimmt, FC, Stammtisch-Talk fängt wieder an. Alles super. Also ist das so eine Marke, wo ihr sagt, Europa, nicht nur alles kann, nichts muss, sondern das ist wirklich, das geht. Das ist ein Ziel. Oder wie seht ihr den Rest für die nächsten Wochen, bis wir in Stuttgart den letzten Spieltag haben? Ja, man muss ja nur auf die Tabelle gucken. Natürlich geht das. Ne? So, wenn du jetzt nicht völlig abbaust, dann hast du eine sehr gute Chance. Wir haben lauter Gegner vor uns, gegen die du verlieren kannst und gegen die du gewinnen kannst. Also Augsburg ist jetzt nicht unser Lieblingsgegner, ist mit Sicherheit mal so. Ne? So, also wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt alles Fallobst, das ist Quatsch. Das gibt's aber auch gar nicht mehr. Wir haben gesehen, dass selbst Greuther Fürth, die abgeschlagen sind, echt ein schwieriger Gegner ist. Also für Arroganz, glaube ich, ist da kein Platz in der Liga und für uns schon gleich gar nicht. Also insofern, es ist möglich und du musst aber dafür dich echt am Riemen reißen und darfst dir keinerlei Druckverlust innerhalb der Mannschaft irgendwie gestatten. Von außen ist das anders. Wir sind jetzt glücklich, dass wir überhaupt das geschafft haben. Kann man so sagen, ja. Gut. Ja, also es sind vier Mannschaften. Nach hinten haben wir jetzt ein bisschen Luft. Dadurch, dass Frankfurt verloren hat, dadurch, dass wir Mainz geschlagen haben. Und das heißt, wir reden über vier Mannschaften. Freiburg, Hoffenheim, Union und der FC. Also diese vier Mannschaften spielen um 3 Europapokalplätze. 2 davon sind Euroleague, einer ist die Conference League. Mir wäre es ehrlich gesagt egal, also ob wir jetzt Conference League nach Budapest oder was fahren oder Mailand oder ob es Euroleague ist. Wäre mir egal. Also jetzt haben wir eine Chance von 75%, würde ich fast sagen. Ja. Ne? So. Und die spielen im Übrigen auch noch gegeneinander, also Hoffenheim gegen Freiburg, die spielen auch noch, also die haben alle ein auf dem Papier schwierigeres Restprogramm, als wir es haben. Und deswegen, ich glaube, der Platz 7, also da müsste schon viel schief laufen, dass wir das nicht schaffen. Das ist meine Prognose. Das ist eine gute Prognose, sehe ich auch so. Matthias. Ich würde sagen, man kann aber jetzt auch da ein bisschen offensiver rangehen, auch von Seiten des Trainers. Gehen wir zurück, was wir alle nicht hören wollen. Was hat Friedhelm Funke in seiner Ansprache gesagt? Ich möchte am 34. Spieltag in Kölle um den Klassenerhalt kämpfen. Und wie ist es gekommen? Da hat keiner mal gesagt vorher, ich will vorher daraus sein, sondern wir wollten am 34. Spieltag darum kämpfen. Und da waren wir da. Und wenn es 2 Zusatzspiele gibt, dann schaffen wir es dann. So hat Friedhelm Funkel es vorhergesagt und so ist es eingetroffen. Und deshalb kann man jetzt auch, finde ich, auch seitens dieses Trainers, der sowieso es nicht zulassen wird, dass die Mannschaft nachlässt, das ist gar nicht in seiner Natur drin, das sieht man jedes Wochenende an der Linie. Er trifft zwar immer wieder mal kuriose Aufstellungsentscheidungen, da könnte man auch ein bisschen reingehen, warum das so ist, aber bin ich auch nicht nah genug dran, aber er korrigiert es und die Mannschaft, egal wer da eingewechselt wird,
zeigt Leistung, wie auf der Jubicic jetzt schon Tore vorbereitet hat, wo er eingewechselt worden ist. Finde ich eigentlich relativ schade, dass er dann immer nur von der Bank kommt, aber er macht es halt überragend. Und wenn man es so überragend macht, dann kann man ja nur noch den Pettersen in Freiburg erwähnen, der kommt auch immer nur von der Bank und haut die Bälle rein und hat damit sein Historium geschaffen in der Bundesliga. Absolut. Also nochmal, ich finde, man kann ruhig ein bisschen an dieser tollen Saison ein bisschen forscher jetzt rangehen und sagen, das ist jetzt unser Ziel, weil was wollen wir jetzt noch anders machen? Also es kann ja nichts mehr passieren. Ja, was soll ich jetzt Gegenteiliges sagen? Das ist ja Quatsch. Ja, also ich denke schon, Conference League wäre auch so eine Sache, die Spaß machen könnte. Union Berlin hat es ja gezeigt, ne, dass es funktionieren kann. Und spielen jetzt, also haben jetzt keine Abstiegssituation, sondern haben auch, man spricht ja von dieser Mehrbelastung und jetzt ist auch nochmal ein Spiel. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, das sollte das Ziel sein für die Mannschaft. Wir haben jetzt noch 4 Spiele, richtig gezählt. Und 1, 2, 3, 4, 5, so rum, Entschuldigung. So, machbare 15 Punkte. Ich glaube, wir knacken die 50 Punkte. Das wäre schon mal von jetzt her, muss ja auch dann. So, und dann machen wir das Ding. Und das ist trauen wir der Mannschaft zu. Und was ich mir noch wünschen würde, so die Kirsche obendrauf wäre, dass der Charlie Özcan seinen Vertrag verlängert noch. Hoffentlich als Signal, vielleicht in den nächsten Wochen, wenn es nicht vor dem 34. Spieltag geht, dann hoffentlich im Sommer. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Jungen, der hat jetzt ganz viele Entscheidungen für sich getroffen und ich habe auch ein gutes Gefühl, dass er auch bei uns beim 1. FC Köln bleibt. Der Junge ist ja aufgewachsen und hat ein ganz anderes Gen und wir müssen mal überlegen, also ein anderes Gen, ein Kämpfergen, wo man sagen muss, ist eine neue Generation an Spieler, die am Geißbockheim rauskommen. Ja, Heino, du hast recht, ist eine Geldfrage. Ich sehe mal, so ein Kainz hat ja laut Presse auch auf Geld verzichtet. So ein Özcan, den kannst du jetzt natürlich jetzt nicht sagen, du kriegst jetzt 30% weniger. Wenn du ein Leistungsträger bist, dann ein bisschen schwierig. Ne? Das klappt ja noch nicht mal auf der Playstation. Also dementsprechend ist das so eine Sache. Ne? In Dortmund ist der Sechser frei mit dem Witzel. Ja, klar. Aber er kann ja auch erfolgreich bei uns Fußball spielen. Also wir werben dafür. Und wenn er den Vertrag verlängert, ist er herzlich eingeladen, darüber hier zu diskutieren. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Das soll man. Deswegen herzlichen Gruß an den 1. FC Köln. Wäre mal eine tolle Sache, wenn wir das hinbekommen würden. Ja, Michael. Ja, also zum Thema Salih Özcan möchte ich noch sagen, das ist für ihn natürlich auch eine traumhafte Perspektive hier beim FC. Also sowas, das ist überhaupt kein Selbstläufer, dass du das bei einem anderen Verein, nur weil du jetzt plötzlich so gehypt wirst, dass du jetzt wechselst zum Ende der Saison und bei deinem neuen Gegner bist du dann wieder der unumstrittene Führungsspieler. Also die Gleichung funktioniert ja schon mal überhaupt gar nicht. Ne? Also auch an der Stelle, so sehr ich mittlerweile auch ein Fan vom Salih bin, aber trotzdem, ich würde ihm empfehlen, denk mal genau zurück an den Saisonbeginn. Ne? Es ist ihm nicht gelungen, einen Verein damals zu finden, sonst wäre er ja weg gewesen. Ne? Das ist ja völlig klar. Ja. So. Ja, ja. Und dass der Steffen Baumgart dann gesagt hat, hey, hol den bitte mal wieder zurück, ich möchte mit dem nochmal sprechen und ich kann mir das mit ihm sehr gut vorstellen. Das war ja eine reine Glückssache. Wenn da irgendein Angebot gewesen wäre, wäre der Junge weg gewesen, genauso wie Anthony Modest im Übrigen. Ja. Aber es waren Spieler, die wollte keiner haben. Ja. So. Und deswegen, ich kann an die Jungs nur appellieren, lasst bitte die Kirche im Dorf und überlegt euch, guckt euch an, was habt ihr hier in Köln? Ja. Und Salih Özcan hat die Chance hier, der Express schrieb was von Gesicht des 1. FC Köln. Ich glaube einfach, dass hier so ein unfassbares Ding gerade im Entstehen, im Aufbruch ist. Das solltest du dir überlegen, Junge, ja, bevor du jetzt, keine Ahnung, nach Dortmund oder so einen Schrott gehst, ne? Da kann man ja immer hinwechseln. Da kannst du, ja, genau. Nein, also Spaß beiseite, ist tatsächlich so. Wo du auch sagst, da wächst was zusammen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Also ganz kurz angerissen. Also wir hatten so viele Themen, wir könnten bis morgen früh quatschen. Zum Beispiel die Nummer mit dem Timo Horn. Hör mal, Jung, muss leistungsbedingt als Zweiter. Das ist quasi ohne großen Krach öffentlich ist das passiert. Da muss man auch sagen, dass er ein Team wohl ist am Geißbockheim, dass es schafft, die Spieler dann auch bei solchen Entscheidungen so positiv abzuholen, zu sagen, es ist ein Moment, dass einer gerade besser ist, aber wir werden sehen. Seht ihr Timo noch im Trikot des 1. FC Köln in der nächsten Saison oder sagt ihr, naja,
ist jetzt irgendwo so eine Sache, er sollte sich vielleicht überlegen, seine sportliche Perspektive, denn er ist ja ein Guter, das ist ja unbestritten, aber hat er die Kraft, die Nummer 1 wieder zu werden, oder geht er wirklich weg? Das muss er ja selber entscheiden. Also ich sehe ihn im Moment klar als die Nummer 2 und nicht als die Nummer 1. Ich habe ihn, wie viele FC-Fans, früher auch schon immer mal kritisch gesehen und mich eigentlich geärgert, dass keine vernünftige Konkurrenz hochgekommen ist, weil ich glaube, dass das ihm selber eigentlich auch gut getan hätte, auch gerade in der Zeit, als er noch vielleicht noch ein bisschen entwicklungsfähiger gewesen ist, als er das heute, jetzt ist er jetzt auch kein ganz junger Spieler mehr, ja. So, also ich glaube, dieses Wohlfühlpaket, was er hier bekommen hat beim FC, hat ihm selber nicht gut getan. Und vielleicht ist es ganz gut, woanders hinzugehen, so dass der Junge ein FC ein Herz hat, ne, wie kaum ein anderer, das steht ja vollkommen außer Frage. Und dass er sich im Übrigen auch absolut korrekt verhalten hat und nicht gejammert hat und so, ja. Das muss man ihm absolut hoch anrechnen, ja. Ja gut, ja, also er kann natürlich jetzt sagen, also gibt schon, sagen wir mal, Torhüter, die damit nicht so gut umgehen, dass sie dann plötzlich Nummer 2 sind. Also ich glaube, dass er mit dem Gedanken spielt zu gehen, aber ich kann in seinen Kopf nicht reingucken und er muss es selbst entscheiden. Von mir aus kann er, also wenn er sich damit anfreundet, auch da an Nummer 2 bleiben, aber ich glaube, Schwäbe im Moment ist einfach tatsächlich die Spur besser. Absolut. Matthias, wie siehst du das? Schließlich. Da kann man eigentlich nichts hinzufügen. Er muss sich jetzt behaupten dagegen, er muss sich wieder anbieten. Ist natürlich im Tor ist das relativ schwierig, sich anzubieten. Ja, wenn der andere fast fehlerfrei spielt, und das habt ihr beiden perfekt schon aufgehört. Er hat viele Fehler gemacht, er war nicht unbedingt immer umstritten und es war keiner da, der dann eigentlich so die Art und Weise, dass er sich ja eher mehr verletzt hat oder krank war, rausgerutscht ist, sonst hätte er vielleicht auch weitergespielt, weiß ich nicht, ist natürlich, aber der Kollege hat halt natürlich auch tolle Leistung gebracht im Tor und hat sich dann auch irgendwie verdient, und dass Steffen Baumgart dann auch solche knifflige Entscheidung trifft, ist natürlich auch in Ordnung. Es geht natürlich letztendlich aus einer Leistungsgesellschaft, aber da lege ich auch mal Wert, als Torwart ist es schwieriger, als Spieler ist es ein bisschen was anderes, aber aus meiner Zeit ist das nun mal so, man musste die Medienwelt auch so mal nutzen, um ein bisschen wieder die Südkurve aufzuwecken, dass ich auch noch da bin. Also man kann das auch nicht, nein, das kann man nicht immer alles einfach nur sagen, das ist schön, das ist eine Mannschaft, wir setzen uns alle nur auf die Bank. Nee, bin ich nicht so der Freund von. Sage ich ganz ehrlich, ich erwarte von den Spielern nicht nur, dass sie auf dem Platz alles zerlegen oder geben für den Verein, da gehört es auch Medienarbeit dazu und auch mal unpopuläre Interviews zu hören und auch mal ein bisschen da den Finger in die Wunde zu legen, auch gegen seine Konkurrenten oder auch mal gegen den Trainer. Ja, kann man unterschreiben. Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort, wenn ich das mal so sagen darf, Matthias. Also wirklich auch mal so ist auch schon die Kampfansage, schnürst du schon die Schuhe ab zum Geistbockheim und wir machen jetzt gleich noch was, müssen wir mal gucken. Ja? Wenn es gehen würde, würde ich es tun, aber leider, das funktioniert nicht mehr. Wie habe ich das ab und zu mal gesagt, wenn wir jetzt ins Laufduell gehen, würde ich, glaube ich, eine Lungenentzündung bei den Kollegen kriegen. Wir haben es ja gerade eben gesehen, das war ja nicht so schnell. Ne? Also, aber du hast aber deine Leistung gebracht und ich habe es mitgebracht. Als seinerzeit, als du nämlich noch beim FC gespielt hast, quasi dein letztes Spiel gemacht hast, hast du noch eine Abschiedsrunde am Müngersdorfer Stadion gemacht und hast ein Trikot, ein T-Shirt ins Publikum an die Südkurve gegeben. Ich habe dieses T-Shirt bekommen. Ja. So, mir ist das eigentlich gar nicht so aufgefallen, dass das von Mattes war. So, dann habe ich gesagt, okay, nimm. Irgendwann aus irgendeinem Zufall sagte, ach, du hast dieses T-Shirt. Ich habe ein bisschen Stress gekriegt von dem Fanclub, dass ich das T-Shirt jemandem gegeben habe. Und dann sage ich zu Mattes, pass auf, du kannst das haben. Ich habe jedem schon die Story erzählt. Also dementsprechend ist schon durch. Und ich habe das einfach mal heute wieder mitgebracht, denn seinerzeit hast du mir ein Trikot dann mal geschickt. Genau. Und ich mache das mal gerade mal so. So, in Erinnerung 1999 bis 2009. Matthias Scherz, erstmal vielen Dank dafür. Ich konnte mich gar nicht bei dir persönlich bedanken. Das ist schon so viele Jahre her. Ist schon was her. Sehr gerne. Und erinnert mich immer an eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich glaube, es ist jetzt auch Zeit, dass ich es jetzt mal einrahme.
Ich bringe die Geschichte jetzt zu Ende. Dieses Bitte. T-Shirt hängt jetzt oben rechts in meinem Arbeitsbüro, habe ich eingerahmt mit einigen Geschenken, auch von den Maifründen 98, und da ist noch etwas drin, dieses Abzieht-T-Shirt, was ich was der Marketingchef mir damals geschenkt hat oder kreiert hat für mich, die habe ich alle eingerahmt, so wie jedes Trikot des ersten FC Köln, das Haupttrikot hängen bei mir an der Wand, genauso wie die vom FC St. Pauli. Ich sammle keine anderen Trikots. Sehr schön, sehr schön. Also, versprochen, wird eingerahmt jetzt und bekommt jetzt seinen Platz, also wirklich. Immer wenn du dir das einrahmst, dann würde ich jetzt an der Stelle einmal Markus Poll, ne, Polly auffordern hier. Der hat ja so Rahmen für so Dinger, ne? Da ja, brauchst stimmt. du dringend eins. Stimmt, dann, stimmt. Ne? Das kannst du beim nächsten Mal dann vorzeigen. Also genau, die Trikothülle. Trikothülle.de ja. ist das sogar. Die muss hier hin. Dürfen wir machen, dürfen wir machen. Apropos Werbung, denn ohne Sponsoren und Freunde sind wir nichts. Das wisst ihr selber. Das ist halt einfach so ein Thema. Ein ganz, ganz großer und ganz, ganz lieber Gruß geht nach Bayern, nämlich nach Reit im Winkel. Was diese zwei Herrschaften mit uns zu tun haben, das kommt noch im Verlauf der kommenden Saison bestimmt als auch nochmal vor, aber das sind unter anderem der Dominik Fuhrmann mit seinem Malermeisterbetrieb und Hansehaus Falco Fuhrmann, die uns nicht nur als Musiker unterstützen, sondern auch hier im Format vom FC-Stammtisch, kommen ursprünglich aus Hürth, einem Vorort von Köln. Ne? Ja, richtig. Und die unterstützen uns und fanden, als wir die ersten Gespräche geführt haben, auch mit dem Ralf, die Idee großartig, dass wir das weiterführen. Wir sind sehr, sehr froh, dass ihr hier seid, dass ihr euch das anschaut. Natürlich alle, die auf Facebook live mitschauen. Und ein ganz großes Dankeschön an unseren Verleiher, der uns die Kameras hier zur Verfügung gestellt hat. Das ist nämlich der Stefan Greske mit greskerental.de, also greske-rental.de aus Bergisch Gladbach. Denn ohne die wäre das nicht möglich. Danke. Hervorragend. Wir haben euch auch noch was mitgebracht, euch dreien. Nämlich, ja, Kölsch ist es jetzt nicht. Für jeden eine Flasche Solidaritätswein aus dem Ahrtal. Und ein ganz besonderes Tröpfchen als kleines Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, dass ihr heute, lieber Michael, lieber Thomas, lieber Mattes, mir die sehr Aufregung gern. Ein bisschen genommen habt. Die Fußstapfen vom Ralf sind sehr, sehr groß und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, nämlich am 19. Mai. Und da haben wir zu Gast den FC-Präsidenten Werner Wolf hier im Talk. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, vorne liegt schon eine Liste aus, analog, da kann man sich eintragen, dann reservieren wir hier die Plätze. Ansonsten bitte über unsere Facebook-Seite eine kurze Nachricht, wie ihr heißt, mit wem ihr kommen wollt. Und ja, großes Dankeschön an Konrad. Denn der Konrad hat hier die komplette Technik aufgebaut. Hat mich vor zwei Abenden nachts angerufen und gesagt, ich habe vom 1. FC Köln geträumt. Ich so, wunderbar, jetzt bist du endlich in Modus. Wir haben eine ganz, ganz coole Auswärtstour gemacht in seine Heimatstadt nach Mainz seinerzeit. Da sind wir hingefahren, haben dort auch ein bisschen Musik gemacht am Parkplatz, auch für Fanclubs, die Kölsch-Patrioten, die auch nicht unweit von Köln hier weg sind. Also wir haben ganz, ganz viele Freunde und Förderer und natürlich ohne euch hier, gerade hier vor Ort als Traumkulisse. Danke, dass ihr hier seid, dass ihr dem Stammtisch die Treue haltet. Wir sehen uns am 19. Mai wieder. Es war mir eine Freude. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss.